Es gibt auch andere Schlangen, die nicht so friedfertig sind wie der Königspython, unter anderem Teppichpython, Jaguare, halt die Kamera still. Die sind natürlich ein bisschen aggro, man muss dann etwas aufpassen. Man könnte, au, auch schon, und die haben auch recht spitze Zähne. Und das tut natürlich auch ein wenig weh. Ist aber nichts im Vergleich mit einer Giftschlange. Oh, da wäre ich nämlich jetzt schon in akuter Lebensgefahr und deswegen halte ich diese Tiere. Da ist nichts Schlimmes dran, außer ein bisschen Blut. Aber die gehen nur nach Instinkt. Wenn man die öfter gehandelt hat, lässt das auch nach. Die Kamera still, okay.